Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titan Souls. So, ich bin motiviert. Ich muss es jetzt schaffen. Ich versuche es jetzt mal mit weniger Bewegung. Auf kurze Fläche unten bleiben, oder? Ja, wir können natürlich auch schräg schießen, ne? Das haben wir noch gar nicht versucht. Super, jetzt hat er meinen Pfeil. Aber habt ihr es gesehen? Das geht. Da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht, warum will ich denn eigentlich immer gerade schießen? Ich dann ein Gefühl habe, ich kann besser zielen, aber man hat gesehen, das hat auch nicht so richtig geklappt. Okay, dann versuchen wir es jetzt mal mit schräg schießen. Und der erste Versuch hier, der sah ja schon gar nicht so schlecht aus. Oh. Vielleicht. Die erste Hand kommt nicht so weit. Habt ihr das gesehen? Das ist doch perfekt. Ach Quatsch. Nicht nochmal den Boss. Aber ich glaube, den können wir auch nicht nochmal machen. Den haben wir schon geschafft. Oh, so. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, das wird jetzt eine ganz einfache Geschichte. Oh. Wenn wir dann noch ein bisschen näher gehen, glaube ich. Das sah schon sehr vielversprechend aus, oder? Was meint ihr, Jane? Ups. Das Zielen ist natürlich auch nicht ohne. Ich habe das Gefühl, ich stelle mich gerade echt super dämlich an. Naja. Nee. Da habe ich das Gefühl, ich komme nicht da richtig ran, weil der abblockt. Wir versuchen es doch nochmal mit gerade. Und warten dann gleich einfach mal auf eine gute Situation. Wir halten uns hier vorne ziemlich nah auf. Frustration lasse ich nicht an mich ran. Keine Frustration. Alles gut. Ist überhaupt gar kein Problem. Überhaupt kein Problem. So, jetzt haben wir uns warm gespielt. Jetzt werden wir den Boss legen. So. Das ist eigentlich super einfach. Wir gehen hier hin, aktivieren den Boss und den wir schon mal völlig schräg schießen. Seitenwechsel, Seitenwechsel, Seitenwechsel. Ich glaube, das kann sich doch keiner angucken, oder? Nein, 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 nein. Wie kriegen wir denn die Hand da?
gesehen. Das war eigentlich doch gar nicht so schlecht. Ich habe noch nicht genau erkannt, wo wir jetzt getroffen haben. Aber wir machen jetzt gleich mal Folgendes. Ne, das ist auch doof, ne? Wenn wir so stehen und so zielen, habe ich da genau getroffen. Das heißt, wir müssten so ungefähr hier stehen. Ja, hier stehen. Kommt der mit seiner Hand hier hin? Ja. Es ist ungünstig. Okay, dann stellen wir uns. Dann müssen wir es mit unserer Rolltaktik nochmal ausprobieren. Mal gucken. So, hier. Rollen nach da. Rollen nach da. Super, da treffen wir uns erstmal seine Faust. Rollen nach da. Beim Zurückgehen, die Hand ist ja. Die ist ja unten. Die blockt ja auch noch. Jetzt hat die Hand mich geschoben. Aber wenn wir da ganz nah rangehen, dann mal einfach in einer Bewegung nah ranrollen und dann unseren Schuss wagen. Das war zu früh. Genau. Genau. Er muss natürlich auch noch wechseln in dem Augenblick. Das ist natürlich auch noch schwierig. Tja. Aber das war gerade gar nicht so verkehrt. So. Wie haben wir das denn jetzt gerade hingekriegt, dass wir da so ein bisschen Luft hatten zu schießen? Und wir müssen auch einfach versuchen, öfter zu schießen. Und nicht genau immer auf den super perfekten Augenblick zu warten, weil der eine war ja schon nicht schlecht. Hätte er jetzt gewechselt, wäre es vielleicht gar nicht verkehrt gewesen.
Nee, nee, nee. Das wäre gerade, glaube ich, wieder eine perfekte Stelle gewesen zum Schießen. Und ich habe es nicht getan. Ich bin mal gespannt auf den Todescounter. Den gibt es ja. Wir haben ihn getroffen. Ja. Ich sag noch, einfach mal schießen. Sehr schön. Oh. Ja, jetzt ist mal eine Frage, die sich mir stellt. Müssen wir jetzt hier zu diesem Punkt zurück? Sieht nicht so aus. Nö, wir müssen wahrscheinlich jetzt weiter. Okay, dann gucken wir mal, was da kommt. Was da auf uns wartet. So, hier an der Seite sind wir ja schon mal ein Stückchen gegangen, aber sind dann wieder umgedreht. Und jetzt ist hier so ein großes. Gehen wir in einen großen Tempel rein. Und gehen immer weiter und weiter und weiter. Das wird ruhig. Und hier ist ein Schalter mit einem Aufzug. Okay, jetzt fahren wir hoch. Okay, und jetzt können wir hier in verschiedene Richtungen. Wahrscheinlich kommt in jeder Richtung ein Boss. Nee, hier. Hier geht es wohl ganz am Ende durch. Wie sieht das denn aus? Was haben wir denn da? Acht Welten, vier Bosse. Könnte das sein? Könnte sein, ne? 32 Bosse, 4 Stück haben wir geschafft. Oh. Okay. Nein, 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 nein. Oh, ich wollte nicht wieder runter. Was ist da oben? Auge, Pfeil. So, dann fahren wir wieder hoch. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. Und ich bin froh, dass wir es endlich geschafft haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hier wieder heißt Let's Play Titan Souls mit neuen Bossen. Bis dann. Tschüss.